Meine heutige Interviewpartnerin, Christa Wolf. Geboren am 18. März 1929 in Landsberg an der Warthe aus kleinbürgerlicher Familie, gehört zu den bedeutenden deutschen Schriftstellerinnen. Sie war sehr bewusst eine Schriftstellerin in der DDR. Nicht ohne ihre Schwierigkeiten mit Partei und System zu haben, aber eben auch Mitglied der SED, vorübergehend bis hinauf zur Kandidatin des Zentralkomitees und bereit, den Sozialismus zu ihrer Sache zu machen. Nach der Wende ist sie von westdeutschen Medien scharf angegriffen worden. Ihr wurden politisch-gesellschaftliche Moral und Ethik abgesprochen. Christa Wolf wurde zu einem Exempel für die Tiefe des Unverständnisses zwischen West und Ost, für die Eilfertigkeit mancher, vieler westdeutscher Urteile. Bei der Überprüfung ihrer Stasi-Akte zeigte sich in 42 Bänden, wie sorgfältig misstrauisch Christa Wolf jahrzehntelang von der Stasi überwacht worden war. Aber es fanden sich auch zwei schmale Ordner, aus denen hervorging, dass sie sich als junge Frau vor über 30 Jahren zu Kontakten mit der Stasi bereit gefunden hatte. Sie endeten 1962. Ich nenne an dieser Stelle nur vier von den Werken Christa Wolfs: Der geteilte Himmel, Nachdenken über Christa T., Kindheitsmuster und Cassandra. Frau Wolf ist mit dem Schriftsteller Gerhard Wolf verheiratet. Sie haben zwei Töchter und Enkelkinder. Dieses Interview wurde aufgezeichnet in Santa Monica in Kalifornien. Christa Wolf ist dort für einige Monate als Stipendiatin einer amerikanischen Kulturstiftung. Sie schreibt an einem neuen Text. Und nun zur Person Christa Wolf. In Ihrem Buch Nachdenken über Christa T. schreiben Sie, Frau Wolf, über die junge Christa T., eine Kommunistin, die an Krebs stirbt, aber vorher schon an der gesellschaftlichen Realität zerbricht. Ich zitiere: Wenn sie ihren Namen aufrufen hörte, dann stand sie auf und ging hin und tat, was von ihr erwartet wurde. Ende des Zitats. Haben Sie damit damals auch sich selber beschrieben, Frau Wolf? Mein erster Impuls ist jetzt einfach zu sagen, ja. Schluss der Beantwortung. Aber ich glaube, da würde ich die Frage zu leicht nehmen und auch nicht genügend gründlich beantworten. Erstmal noch etwas, was mich in der Frage im Moment beschäftigt. Sie sagen, sie sei an Krebs gestorben, aber an der gesellschaftlichen Realität zerbrochen. Das ist zum Beispiel, was ich bestreite. Habe ich damals schon bestritten. Alle Kritiken, nicht alle, aber viele, gingen auf diesen Punkt. In der DDR und außerhalb der DDR. In der DDR und aus Westdeutschland kam die Kritik als positiv. Aha, hier stirbt jemand an der gesellschaftlichen Realität. Und in der DDR war das ja der Hauptpunkt, warum dieses Buch über ein Jahr nicht erscheinen konnte. Und ich habe damals, und zwar nicht aus taktischen Gründen, sondern weil ich wirklich ein anderes Verständnis habe von Scheitern, Zerbrechen. Ich habe damals gesagt, diese Frau hat ihr Leben voll gelebt. Sie ist nicht gescheitert. Sie hat unglaublich viel Konflikte gehabt. So, das erstmal dazu. Aber Ihre Frage, ob ich mich selbst damit beschrieben habe. Ja. Wenn dieses Zitat weitergeht. Zufällig weiß ich, wie es weitergeht. Sagen Sie es weiter. Ja, das geht nämlich ungefähr so weiter. Sie hörte ihren Namen aufrufen und fragte sich, ist es nur mein Name? Bin ich damit selbst gemeint? Soll ich hier nur meine Hülle zurücklassen und wird mein Name nur gezählt zu den, weiß nicht, tausenden anderen? Diese Selbstzweifel mit eingerechnet, dann sage ich ja, es ist eine Beschreibung meiner Situation damals auch. Das Zitat geht aber noch weiter, ja? Das weiß ich nur wieder. Ja, nämlich? Es geht dann auch dahin weiter, dass dieses von Christa T. gemacht wurde, nämlich aufzustehen und zu sagen, hier bin ich und ich tue, was verlangt wird. Mhm. Obwohl sie sich fragte, bin ich wirklich gemeint? Ja. Dass sie dieses tat in einer Zeit, als viele sich schon davon stahlen. Das stimmt, ja. Mhm. So geht es ganz weiter. Mhm. Nun frage ich nochmal, ist das eine Beschreibung von Christen, eine Selbstbeschreibung? Ja. Gut. Ganz besonders mit diesem Satz dazu, weil mit dem Davonstehlen ist ja nicht gemeint, nicht nur gemeint, das körperliche Weggehen. Nein, nein. Sondern das innere Abschalten. Nein, nein. Und dasetzen, aber nicht mehr wirklich aufstehen. Und zynisch sein. Was ist gut an Christa T.'s Bereitschaft, zu tun, was erwartet wird? Was ist schlecht daran? Ja, gut und schlecht, das sind wieder solche Begriffe. Ich will mal versuchen, darüber nachzudenken. Gut ist, glaube ich, gut würde ich heute noch finden, etwas zu tun, was von einem, mir, erwartet wird, wenn ich selber es auch von mir erwarte. Wenn ich jedenfalls mich dazu bringen kann, es zu erwarten. Das ist ein weites Feld. Da kann man sich sehr irren. Haben Sie sich geirrt? Ja, ja. Bestimmt. Was ist schlecht daran?
Schlecht daran ist eben genau das Gegenteil, wenn ich mich oder jemand sich dazu bringt, nur zu tun, was erwartet wird und aufzuhören, sich selbst zu befragen, was er von sich selbst erwartet oder sie. Nach Ihrer Selbsteinschätzung, Frau Wolf, was hat Sie zu einer solchen Bindung an eine Sache, an die des Sozialismus, auch an die des Sozialismus, wie er als real existierend definiert wurde in der DDR, zu einer solchen Bindung an eine solche Sache, zu der man aufgerufen wurde, was hat Sie veranlasst und befähigt, zu einer solchen Bindung auch über innere Widerstände hinweg? Da müsste ich jetzt die Geschichte dieser Bindung erzählen. Bitte. Oh nein, das dauert zu lange. Aber ich fange mal mit dem Anfang an. Was hat mich am Anfang dazu befähigt? 1945 war ich sehr weit davon entfernt, mich an etwas zu binden, was mit Sozialismus zu tun hat. Ich wusste ja auch nichts davon. Allerdings war die Nachkriegszeit in dem Sinne für mich ein Schock, als ich wirklich erfuhr und wirklich für wahr halten musste, was wir damals getan hatten, wir Deutsche. Da war ich also Monate, Jahre lang also wirklich in einer tiefen Verzweiflung und wusste nicht, wie man weiterleben sollte damit. Ich hatte da eine kurze Phase, eine sehr intensive kurze Phase ins Versuchs mit Christentum. Das ging nicht. Und ich bin dann auf der, damals noch auf der Oberschule. Ich war etwas älter. In Mecklenburg? Nein, in Thüringen ging ich damals. Ich habe in Thüringen mein Abitur gemacht. Das Kriegsende hat Sie in Mecklenburg erreicht. Ja, und wir sind dann nach Thüringen, gegangen, weil mein Vater dort Arbeit hatte. Flüchtlinge? Ja, wir waren ja aus... Also auf der Schule? Ja, dort bin ich in Verbindung gekommen mit den ersten marxistischen Schriften. Und das hat mich überzeugt. Das war etwas, also überzeugt, ja, ja. Natürlich, ich sage das heute so, aber das war etwas, was mir einleuchtete. Und das war eigentlich der erste Schritt. Und vor allen Dingen war es etwas, dann, als ich dann in die Partei eintrat und so weiter, da war es etwas, von dem ich jahrelang fest überzeugt war. Das war genau das Gegenteil von dem, was in faschistischem Deutschland geschehen war. Und ich wollte genau das Gegenteil. Ich wollte auf keinen Fall mehr etwas, was dem ähnlich sein könnte. Das war, ich glaube, das ist in meiner Generation sehr häufig so gewesen. Das war der Ursprung dieser Bindung. Es war auch der Grund, warum sie so lange nicht, eigentlich nicht gegen innere Widerstände, ich habe sie dann sehr relativiert, aber doch, ich sah einfach da, auch dazu später noch keine Alternative. Und dann kam etwas anderes dazu, was dazu geführt hat, dass unsere Generation, meine Generation... Wir sind ein Geburtsjahrgang, ich 1990. Weiß, ja, aber ich spreche ja, nur für... Aber Osten und Westen, macht einen Unterschied. Großen Unterschied, ja. Was meine Generation so spät erwachsen hat werden lassen, nämlich wir waren dann sehr eng, ich jedenfalls hatte diese Gelegenheit, da ich im Schriftstellerverband arbeitete nach meinem Abitur, Anfang der 50er Jahre, sehr eng mit Genossen haben wir zusammengearbeitet, oder ich habe sie jedenfalls erlebt, die aus dem KZ kamen, aus den Zuchthäusern kamen, aus der Emigration kamen. Und das waren für mich so beeindruckende Menschen. Ich glaube auch heute noch, dass sie zu den interessantesten Leuten gehörten, die mir damals in Deutschland hätten begegnen können. Und das war eine Bindung, die auch zum großen Teil aus schlechtem Gewissen bestand. Gut. Heute, nach allem, was Sie dazu erfahren haben, sagen Sie, ich bin immer noch froh um dieses Engagement, unabhängig jetzt vom Inhalt, denn ohne dieses Engagement wäre ich nicht ich selber geworden. Naja, ich werd nicht ich selber geworden, das ist schon so wahr. Ich denke da sehr viel drüber nach, aber ich bin noch nie auf den Punkt gekommen, dass ich mir ein anderes Leben für mich hätte erfinden können. Ob bis auf den heutigen Tag? Ja. Ob froh oder nicht froh, das ist gar nicht die Frage. Das ist für mich nicht mehr die Frage, ob ich über etwas froh oder nicht froh bin. Das ist alles in einer viel tieferen Schicht jetzt. Und ich glaube, das war für mich, es musste so, wissen Sie, es war ja doch alles unheimlich zufällig. Wir sind als Flüchtlinge von, also Landsberg-Warte, heute Gorschow, sind wir über die Oder gekommen, sind in Mecklenburg hängen geblieben, weil von der anderen Seite die Amerikaner kamen und die Russen von Osten. Wir waren also dazwischen und dann sind wir von den Russen
besetzt worden, der Teil, in dem ich wohnte. Wir waren natürlich ungeheuer eilig, wollten wir eigentlich über die Elbe. Wir wollten ja eigentlich zu den Amerikanern. Das ging um 2 Tage. Dann wären wir über der Elbe gewesen. Mein Leben wäre ein völlig anderes gewesen. Und so ist es eben dieses geworden. Und so waren die deutschen Schicksaligen. Ich komme auf die zentrale Thematik Ihres Lebens, wie ich sie verstehe, zurück. Aber zunächst noch einmal zur Person, die junge Christa Wolf. Wir sind, ich habe es erwähnt, vom selben Geburtsjahrgang 1929. Sie haben schon davon gesprochen, was die Zäsur von 1945 für Sie bedeutete. Ich frage einmal nach etwas anderem. Haben Sie wie ich so eine Erinnerungssüße in sich, die davon lebt, die davon sich immer wieder herstellt, wenn man sie abfragt, von diesem berückend schönen Sommer 1945 in Deutschland, als es, wenn Flugzeuge über einen hinwegflogen, musste man nicht in den Keller? Haben Sie so dieses ganz starke Friedensgefühl gehabt? Das Friedensgefühl, ja. Also ich habe das Ende des Krieges ja unter sehr großer Gefährdung erlebt, auf dem Treck immer von Tieffliegern angegriffen. Und dass nie wieder ein Tiefflieger auf uns runterstoßen würde, war mir am 8. Mai schon sehr recht. Aber einen berückend schönen Sommer habe ich nicht erlebt. Wir waren also sehr zusammengedrängt auf irgendwelchen Bauernhöfen, in irgendwelchen Scheunen oder Dachböden. Und da hatte ich also eher ein Gefühl von großer Schwere und Bedrückung in diesem Sommer. Wann haben Sie dieses Gefühl der Schwere und Bedrückung verloren und wodurch? Ich glaube, ich habe es verloren schon wenige Jahre später, als wir dann, Jahre ist eine lange Zeit. Ja, Jahre hat es schon gedauert. Also wann, wodurch? Wir sind, unsere Familie, dann 47 nach Thüringen gezogen und dort ging ich dann zur Oberschule, habe dort die Oberschule beendet und da auf einmal kam ich mit vielen Jüngeren zusammen, alle in meiner Klasse waren jünger und viele waren nicht Flüchtlinge gewesen und da merkte ich auf einmal, es gibt auch sowas wie ein leichtes Leben. Ich kannte das gar nicht, ich hatte keine Jugend und da habe ich mit diesen 2, 3 Jahre jüngeren Mädchen manchmal so etwas wie Leichtigkeit wieder empfunden. Haben Sie seinerzeit in dieser Zäsur von 1945 und den folgenden Jahren, haben Sie seinerzeit gedacht, Frau Wolf, der Sturz der Menschen in Not, Elend, Furcht, Verbrechen sei mit dem Faschismus und diesem Krieg so tief gewesen, dass wir Menschen nun zur gründlichen Besinnung, zur endgültigen Abkehr gelangen würden? Haben Sie darauf gebaut? Noch nicht 45, aber ich würde sagen, 48, 49, dann ja. Da, als ich selbst voll begriffen hatte, was damals geschehen war und als ich die Gefährdung sah, die darin liegt, wenn so etwas wieder passieren könnte. Ich habe es nicht für möglich gehalten, nein. Und ich habe wirklich gedacht, dass das zu einer ganz tiefen und gründlichen Einkehr. Wenigstens über unsere Lebenszeit hinaus. Oh ja. Mindestens. Oh ja. Oh ja, das habe ich natürlich gedacht. Ich habe doch nie gedacht, dass ich an einer deutschen Häuserwand noch mal ein Hakenkreuz sehen würde. Wenn mir das damals einer gesagt hätte, ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Wir wissen nun, dass die Hoffnung vieler aus unserer Generation, die an 1945 knüpften, trügerisch, selbstbetrügerisch gewesen ist. Unabhängig vom Inhalt Ihrer und meiner und unsereins damaliger Hoffnung, allgemein gefragt, was bedeutet Ihnen die Einsicht, dass man keine Erfahrungen weiterreichen kann, dass die Nachwachsenden das Recht auf ihre eigenen Fehler beanspruchen, bis hin zu neuen grausamen Katastrophen? Was bedeutet Ihnen das? Als diese Einsicht mir zuerst dämmerte, das ist Jahre her, hat sie mich furchtbar mitgenommen. War ich also wirklich sehr, nicht nur bedrückt, sondern es hat mich schon in Verzweiflung gestürzt. Das hat sich etwas geändert. Erstens dadurch, dass ich sehe, dass so vieles, also ich meine, da gibt es einiges zu lernen, vielleicht von unserer Generation, aber nicht in dem Sinne, es nachzumachen, sondern in dem Sinne, daraus zu lernen, was man vielleicht nicht machen müsste unbedingt. Und wenn jetzt, das wäre ja schon was. Ja, es wäre schon was, aber im Moment scheint es eher so zu sein, dass auch das abzuwehren. Das muss man. Ich weiß nicht, ich bin jetzt so weit, dass ich das irgendwie akzeptiere, weil ich sehe, bei den Jüngeren, die machen wirklich ihre eigenen Erfahrungen. Ich glaube, dümmer als wir sind sie nicht. Also als ich sind sie nicht. Die ich so kenne. Sie haben keine Angst,
dass Sie nicht Ihnen, wir sind alte Leute, aber dass Sie sich selber etwas zufügen, was Sie den Menschen gerne ersparen würden. Doch, die Angst habe ich sehr. Es macht Sie nicht rasend, dass Sie nichts mitteilen können, nichts weitergeben können? Nicht mehr. Es hat mich rasend gemacht. Im Moment nicht mehr, aber... Ist das, dass es Sie nicht mehr rasend macht, eher ein Schritt in Resignation oder eher ein Schritt in Weisheit? Oder ist das dasselbe? Nein, es ist sicher nicht dasselbe, aber ja, in diesem Punkt bin ich resigniert. Resigniert? Ja. Ohne Bitterkeit? Ja. Haben Sie in Ihren jüngeren Jahren daran gezweifelt, ob Sie es sich erlauben dürften, traurig und unglücklich zu sein? Na, Sie stellen mir Fragen. Ja, ich glaube, darf ich Sie was fragen? Nein, das gehört nicht. Ich frage eigentlich hier, aber fragen Sie mal. Wie kommen Sie auf die Frage? Das kann ich nicht sagen. Aha. Also ich... Das will ich nicht sagen. Gut. Akzeptiert. Sie haben recht, glaube ich, dass was in der Frage als Meinung liegt. Als junge Frau, also erstens muss man sagen, meine Kindheit war eine gespaltene, lief in einer gespaltenen Erziehung. Das eine war die Hitlerjugend mit diesem Versuch, Härte zu erzeugen in den Kindern. Das andere war die protestantische Erziehung zu Hause, die auch nicht gerade überströmend gefühlvoll war. Und ich habe eigentlich daraus, glaube ich, so etwas gezogen wie, und dann später natürlich in den Anfängen der Partei auch, man hat eigentlich glücklich zu sein. Man ist eigentlich verpflichtet, glücklich zu sein. Da wir doch nun mal jetzt das Paradies auf Erden... Nach dem Studium Christa Wolfs habe ich dieses genau gedacht, ja. Und das hat mich zu der Frage gebracht. Ja, ist mir schon klar. Da wir also das Paradies ja nun doch vielleicht noch in unseren Lebenszeiten erreichen und errichten werden, warum soll man nicht verdammt nochmal jetzt dann schon glücklich sein? Das ist natürlich dann, wissen Sie, es ist natürlich, wenn man liebt, wenn man Kinder hat, dann wird das alles anders. Dann wird man weicher und dann wird man auch unglücklich. Wir berühren jetzt wieder einmal dieses Thema, bei dem wir schon mal waren, als wir über Christa T. sprachen. Dieses Thema nämlich, dass Sie sich aus guten Gründen, für Sie guten Gründen, zwingenden Gründen, oft genötigt haben, gegen ihre Natur zu existieren. Hat sie das verkürzt im Natürlichsein? Wenn es dabei geblieben wäre, hätte es mich sicherlich verkürzt und eingeschränkt. Aber es ist ja nicht dabei geblieben. Es ist ja, ich habe also, es stimmt, dass ich bis zu sagen, bis, ich weiß nicht bis zu welchem Jahr, aber Krisen eher weggedrängt habe und versucht habe, sie rein rational zu lösen. Aber dann kam ja ein absoluter Ausbruch, Durchbruch von Traurigkeit, eben mit diesem Buch, mit Christa T. Meine drei ersten Bücher, könnten Sie die Stadien dieses Durchbruchs genau verfolgen. Also Moskau Novelle, da lief noch alles nach der Konvention. Geteilter Himmel. Das war ein Zusammenbruch dieses ja. Mädchens. Aber immerhin, sie musste durchkommen. Christa T. kommt nicht durch. Und, aber sie zerbricht nicht. Sie zerbricht nicht, aber sie kommt auch nicht durch. Und da ist sehr, sehr viel Traurigkeit in dem Buch. Sie sagen, ja, das kann man sagen. Ja. Das ist ein großes Buch, wenn ich das sagen darf. Es ist jedenfalls, ich habe damals immer ein bisschen abgestritten, dass es so traurig ist, aber es ist sehr traurig. Ja. Aber nun nochmal, Sie sagen, Christa T. scheitert nicht. Scheitern ist was anderes. Was ist Scheitern? Scheitern ist, wenn man keine Krisen hat, sondern hart und stracks durch etwas durchgeht, was man nicht selber ist. Man ohne Krisen. Neben sich hergeht, mit oder ohne Krisen jedenfalls, neben sich hergeht bis zu seinem Lebensende. Kann ungeheuer Erfolg dabei haben, man kann, ich weiß nicht, Ministerpräsident oder sonst was werden. Kann allerdings kein Schriftsteller sein. Aber das wäre Scheitern für mich. Was musste mit Christa Wolf geschehen, die das, wie sie meinte, neue Große für das menschliche Zusammenleben wollte? Was musste ihr, Christa Wolf, Ihnen widerfahren, bis sie das Buch über Christa T. schrieb, über diese junge Frau, die, wie Sie sagen, nicht zerbrochen ist, aber die doch existieren musste zwischen der Bereitschaft, an der großen Sache mitzuwirken und dem Bedürfnis auf Selbstverwirklichung aus eigenem? Christa T., ihre Stiefschwester in ihrem Geiste,
diese Figur zu erdichten. Und was musste geschehen, bevor sie sie erdichteten? War das eine Ersatzhandlung von Christa Wolf? Ersatz für ein real existiertes Leben? Ganz im Gegenteil. Das war die Handlung. Und das war das Leben. Mhm. Endlich. Mhm. Aber was musste Ihnen widerfahren? Wissen Sie, Sie sagen, die ich in Ihrer Frage, die ich auf das neue Große aus war. Oder ja. So, ich war eigentlich nicht so sehr auf das neue Große aus, sondern ich hatte mir aus dem Marxismus und auch aus der sozialistischen Literatur und allem, was ich ja nun dann im Studium alles kennengelernt hatte, hatte ich mir für mich und nicht nur ich herausgenommen als das, was ich wirklich wollte und was ich glaubte, dass diese Gesellschaft und diese Idee erreichen würde, die Selbstverwirklichung des Menschen. Und als ich verstand, dass genau das nicht passierte, und das passierte auf folgende Weise, Sie sagten vorhin schon, ich war Kandidatin des ZK, und 1965 war ein Plenum, das berüchtigte 11. Plenum, das zu einem Kulturplenum, das heißt zu einer Abstrafung von Künstlern, besonders Filmleuten und Literaten, aber auch Malern, umfunktioniert wurde. Und ich saß dort dabei und habe dann dort gesprochen. Aber was ich, also dagegen gesprochen. Dagegen gesprochen, ja, dagegen sehr couragiert. Gesprochen. Aber es musste passieren, dass ich so von innen her sehen konnte und musste, wie der Mechanismus ist, wie es funktioniert. Und da war mir klar, das geht nicht. Das geht nicht dahin, wo ich denke. Als ich dort rauskam, da war es das erste Mal, da hatte ich, weiß noch ganz genau, was ich dachte, als ich die Treppe runterging. Nach dieser habe ich gedacht, die Hände weggeschlagen. Das war, und ich habe darüber auch geschrieben, ja. Das war mein Gefühl damals. Und da habe ich mich nicht in das Buch reingerettet, sondern habe begriffen, dass das meine Art ist, sich damit auseinanderzusetzen. Dann wird die Frage... Das Buch hat mich gerettet, trotzdem. Ja. Ja. Dann wird die Frage zwingend, auf die wir ohnehin mindestens noch zwei oder dreimal gekommen wären. Warum sind Sie dann bei der Fahne geblieben? Bei welcher Fahne? Bei dieser Fahne DDR, bei dieser Alternative, zu der Sie sagten, es gibt keine Alternative, von der Sie sagten, es gibt keine Alternative, zu dem, was Sie meinten, dass die richtige Antwort auf das sei, was vor 45 gewesen ist, das meine ich mit der Fahne. Ja, darüber muss ich natürlich schreiben. Ne? Das kann ich jetzt. Sie sind am Schreiben. Das kann ich jetzt nicht so, wahrscheinlich kriege ich das jetzt nicht so richtig hin. Ich denke darüber pausenlos nach, seit 3 Jahren. Pausenlos, wirklich, Tag und Nacht. Und man muss einfach, ich glaube, man muss Geschichte hineinbringen in diese Frage. Denn mein bei der Fahne bleiben, wie Sie sagen, das wurde ja natürlich von denen, die die Fahne zu halten glaubten, sehr bald als ein absolutes Abtrünnigsein gesehen. Ja. Und ich konnte da bleiben, weil ich, also ich meine jetzt nicht nur DDR, sondern ja. Bei dieser Fahne, weil ich so viele Leute um mich herum hatte, die gleiche Entwicklung nahmen. Und wir eine Zeit lang noch dachten, wir sind es eigentlich, die das Land hier auf die richtige Bahn bringen werden. Das waren nicht nur Autoren, das waren auch damals waren es auch noch Wirtschaftsleute dabei und Intellektuelle aus anderen Berufen. Und als ich damals 63 oder vorher noch in Halle gewohnt habe und in der Waggonfabrik mit einer Brigade gearbeitet habe, da habe ich dieses selbe bei Arbeitern gesehen. Und das war etwas, es gab eine breite Bewegung in der DDR, die das wollten, was ich dachte, was man wollen soll. Und da wollte ich mich nicht hinausbegeben. Auch wenn ich von 1965 an wusste, mit dem Apparat habe ich nichts zu tun. Sie haben, als Sie im vergangenen Jahr Ihre Stasi-Akten gelesen haben, über 40 Bände darüber, wie Sie überwacht wurden, zu Ihrer eigenen Überraschung festgestellt, Sie sagen, Sie müssten es wohl verdrängt haben, dass Sie von 1959 bis 1962, also vor über 30 Jahren, inoffizielle Mitarbeiterin der Stasi gewesen sind. Sie haben mit Stasi-Funktionären Gespräche geführt, haben berichtet über Kollegen aus Ihrem Arbeitsumkreis als Literatin und Kulturredakteurin, teils in Ost-Berlin, teils in Halle. Warum haben Sie sich damals auf solche Mitarbeit eingelassen?
Ich muss, glaube ich, dann noch etwas genauer werden, was diese Akte und überhaupt die Akten betrifft. Ich kenne ja diese Akte nun selbst erst 2 Tage. Sie haben sie mir mitgebracht. Ja. Alle anderen haben sie vor mir gekannt. Und ich habe sie jetzt also für mich analysiert. Dass es ein Schock für mich war, in meinen sogenannten Opferakten zu finden, dass es auch einen IM-Vorgang, informellen Mitarbeitervorgang gibt, das ist wahr. Also mir standen buchstäblich die Haare zu Berge, weil ich hätte geschworen, dass es das nicht geben kann von mir. Und das muss ich vielleicht erklären, denn es hat, das wusste ich, das habe ich nicht vergessen, es hat 3-mal Begegnungen gegeben in Berlin mit 2 Herren, die also mich befragt haben über Dinge, die ich im Einzelnen nicht mehr weiß, aber die sich zusammensetzten aus, natürlich arbeitete bei der NDL und im Schriftstellerverband. Aber was ich nicht mehr wusste, das war, dass sie mir einen Decknamen gegeben haben, dass ich selbst einen Bericht geschrieben habe. Das heißt also, ich hatte wirklich verdrängt, das ist sicher das richtige Wort, dass es sich tatsächlich um so einen Vorgang gehandelt hat. Und das Zweite dann in Halle, wo also, es haben da 3 Begegnungen stattgefunden. In Halle gibt es Berichte über 4 Begegnungen mit einem Herrn, der ganz offensichtlich ein falsches Spiel mit uns getrieben hat. Denn es geht aus seinen Berichten hervor, er sagt nicht, dass mein Mann dabei war, dass es sich um keine konspirative Treffen gehandelt hat in unserer Wohnung. Und er sagt nicht, was wir ihm Kritisches gesagt haben, was ich zufällig in diesem Fall mich erinnere, zum Beispiel über die Zensur und so. Er berichtet nur ganz bestimmte Punkte, die er uns angeblich abgefragt hat. Er hat uns nicht gesagt, worum es sich handelt, dass es sich um eine Fortsetzung dieses Berliner Vorgangs handelt. Und das sind 15 Seiten, solche Treffberichte, von 137, die Akte hat 137 Seiten. Davon ist das meiste Personalakte über mich, wo andere IMs und Leute über mich berichten. Ich will das einfach nur mal sagen, um die Relationen klarzustellen, wie also das jetzt aufgepusht wurde, diese 15 Seiten, dass das etwas ist, was mich tief erschreckt hat, das ist gar keine Frage. Bevor ich auf meine Grundfrage in diesem Zusammenhang zurückkomme, so wie Sie eben den Inhalt der Akte beschrieben haben, wollen Sie etwas sagen zum Umgang mit Stasi-Akten, nachdem so viel über Sie und Ihre Stasi-Akte gesagt worden ist? Naja, ich bin natürlich jetzt in keiner guten Position, um darüber etwas Kritisches zu sagen. Ist mir schon bewusst. Aber ich habe den Eindruck, man muss etwas ändern daran. Und zwar, in meinem Fall war es ja so. Es gibt also diese 42 sogenannten Opferakten, ein Ausdruck, den ich für mich nicht in Anspruch nehme. Und die letzten 10 Jahre sind vernichtet, die Akten. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich 80 oder wie viel solche Akten gehabt. Seit 69 wurden wir also intensiv observiert. Ja, dann meinen Sie Sie und Ihren Mann? Ja, ja. Gerd und ich. Und es gibt diesen einen IM-Vorgang von vor über 30 Jahren, der sich so, wie ich ihn eben beschrieben habe, zusammensetzt. Die Presse hat also die Möglichkeit, die IM-Vorgänge zu beantragen von Leuten, von denen sie Verdacht hat, dass es einen IM-Vorgang geben könnte. Jemand hat mir gesagt, er hätte Hinweise bekommen, dass auch bei mir so ein IM-Vorgang da sein könnte. Der kann doch dann eigentlich nur aus der Gaukbehörde kommen. Das weiß ich nicht. Und also es wird dann der IM-Vorgang herausgegeben. Übrigens ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als ich meinen Artikel in der Berliner Zeitung. Ja, wo Sie selber berichtet haben darüber, was Sie entdeckt haben bei der Lektüre. Ja, wo ich selber berichtet habe. Und zwar aus dem Grund, weil gerade dieser Tanz mit Heiner Müller war. Und da habe ich gedacht, also jetzt muss ich das sagen. Das kann ein Zufall sein, dass gerade zu demselben Moment die Akten an einige Redaktionen gegangen sind. Übrigens nicht an den Spiegel, der muss es woanders herbekommen haben. Und ich finde es wirklich, man sollte darüber nachdenken, ob das richtig ist, solche Akten an die Presse zu geben, ohne dass der Betreffende, der in diesem Fall nun eben auch so viele andere Akten hat, etwas davon erfährt, ohne dass er selber seine Akte kennen darf. Ich habe sie nur ein bisschen gekannt, weil eine Frau, die jetzt gestorben ist, darum kann ich es sagen, in der Gaukbehörde mir diese Akte kurz gezeigt hat, als ich sie darum bat. Eigentlich darf sie es nicht. Weil das sozusagen eine Täterakte, ja. Christa Wolf war, ja. Deckname Margarete. Ja. Und Sie haben Ihre Opferakten sehen können, aber die Deckname Täterakte nicht. Deckname Doppelzüngler. Die Täterakte nicht. Ja, die durfte ich eigentlich nicht sehen. Ja. Sie hat sie mir kurz gezeigt, sie hat gesagt, da ist doch nichts. Und ich war sehr beunruhigt. Sie hat sie mir gezeigt. Ich wusste aber, alles, was jetzt in der Akte ist, war damals nicht drin.
Und ich konnte mich also auf diese Akte nicht beziehen, was mir ja dann sehr vorgeworfen wurde vom Spiegel zum Beispiel. Ich hatte die Akte nicht und kannte sie zu flüchtig. Und ich habe sie also 14 Tage mindestens oder 3 Wochen später dann aufgrund eines Antrags bei der Gauk-Behörde erst selbst bekommen. Und ich glaube, man kann Menschen kaputt machen auf die Weise. Ich weiß, was ich sage. Wenn also jetzt überall, auch im Ausland, nur was ich vorher wusste, was ich erwartet hatte, also ich jetzt reduziert werde auf diese 2 Buchstaben IM und überall nur steht Stasi-Mitarbeiter. Man kann jemanden damit kaputt machen und man sollte es vielleicht sich überlegen, ob es so weit, also in diesem, ich meine jetzt diesen Ausschnitt der Arbeit, ob es so weitergehen kann, ob die Gesetze geändert werden müssen, ob die Gesetze anders gehandhabt werden müssen. Ich weiß es nicht, aber jedenfalls, ich glaube, man muss darüber nachdenken. Ich komme auf die Grundfrage zurück. Warum haben Sie sich seinerzeit auf eine solche Mitarbeit eingelassen? Ich kann die Frage wirklich schwer beantworten, weil ich eben heute es nicht mehr als Mitarbeit im Gedächtnis hatte. Aber damals muss es ja so gewesen sein. Und was ich noch weiß, es ist ja bei mir so, dass ich mich sehr oft an Gefühle erinnere und nicht an reale Vorgehen. In diesem Fall ist es auch so. Was ich noch weiß, war ein tiefes Unbehagen. Das hatte ich, also in Berlin meine ich, diese 3 Treffs. Ja, ja. Ich spreche immer nur von denen, weil die anderen waren etwas anderes. Und ich habe mich darauf eingelassen, offenbar aus 2 Gründen. Erstens fühlte ich mich in der Klemme. Ich wusste nicht, wie ich da rauskommen sollte. Ich hatte damals noch nicht diese Überzeugung, dass man das ablehnen müsste, weil die Staatssicherheit noch nicht einen solchen, für mich noch nicht ein solches Gesicht hatte, wie ganz, ganz kurz danach schon, wo überhaupt nichts mehr zu machen gewesen wäre bei mir. Und ich habe es also, ich glaube, das kann man aus der Akte entnehmen, ich habe es auf ein Minimum reduziert. Aber immerhin, ja, ich habe mich mit denen eingelassen. Und ich kann es nur, ich versuche dem jetzt nachzugehen. Ich glaube, ich muss diese ganze Zeit noch einmal heraufholen. Ich kann es selbst nur verstehen aus der Zeit. Und eigentlich, was mir auch zu denken gibt, es war eigentlich der Höhe- oder Tiefpunkt meiner Bindung oder meiner Abhängigkeit, ist das richtige Wort, von der Ideologie und von der Partei war eigentlich schon überwunden. Denn in derselben Zeit, als noch in Halle ich Gespräche mit diesen Menschen da hatte, fing nämlich eine ganz andere Entwicklung bei mir an. Da kamen die ersten großen Kritiken und fing das zusammen mit dem 20. Parteitag. Weil das ging bei mir über die Kulturpolitik. Dem Anti-Stalin-Pakt. Mit dem 22. Parteitag. Ja. Ja. Entschuldigung, ja, aber das war ja die Fortsetzung des 20. Und das heißt die Entstalinisierung. Ja. Und da habe ich, also erstens war es natürlich ein großer Schock, der 20. Parteitag. Und zweitens war am 22. ja sehr interessant gewesen, diese divergierenden Standpunkte von Scholochow und Twardowski. Twardowski, der also Novimir geleitet hat, wo auch Solzhenitsyn gedruckt wurde und so weiter. Und ich habe mich auf die Seite von Twardowski gestellt in der Parteiversammlung. Und das wurde also kritisch vermerkt. Ich will damit nur sagen, ich war damals wirklich in der Phase, wo ich anfing, kritisch zu denken. Und darüber muss ich weiter nachdenken, wie das zusammenhing, was eigentlich mich dazu gebracht hat, damals nicht sozusagen einfach nur Nein zu sagen. Sie haben von dem Unbehagen gesprochen, das Sie bei der ganzen Sache gehabt haben. Eine Gefühlserinnerung, wie Sie sich über Gefühle zu erinnern pflegen. Ich habe diese Akte gelesen bei der Vorbereitung auf dieses Interview. Und habe in der Tat den Eindruck, dass Sie beispielsweise alles, was ins Konspirative hinein hätte führen sollen, versucht haben zu vermeiden. Sind Sie in diesem Zusammenhang aber allgemein verstanden, bitte, gefragt, sind Sie nicht aus Mangel an Courage, die Sie bei anderer Gelegenheit durchaus bewiesen haben, sondern aus Naturell, konfliktscheu und trachteten Sie, haben Sie jedenfalls das getan oder trachten Sie immer noch nach Harmonisierung um fast jeden Preis? War das ein Grund, warum Sie sich nicht entzogen haben? Gestatten Sie, dass ich jetzt mal aus der Haut fahre. Bitte. Und zwar sehr. Bitte. Nämlich jetzt, genau das passiert jetzt, dass das, was in der Akte steht, wie ich in der Akte durch andere IM und durch Stasi-Leute charakterisiert werde, das wird jetzt als meine Charakteristik durch alle Zeitungen. Da steht zum Beispiel intellektuelle Ängstlichkeit und sowas. Aus dem Zusammenhang gerissen. Wenn man den Zusammenhang liest, dann kann man das auch so deuten, dass also hier jemand versucht hat, sich aus der Sache rauszuziehen. Und dass er also nicht
sich weiter hineinbegeben wollte. Und diese, aber diese Charakter, das ist eine der absoluten obszönen Folgen dieser Aktenbeschreibung in der Presse, dass man also diese Stasi-Charakterisierung, die Sprache der Stasi übernimmt und sie jetzt auf mich heute anwendet. Das ist etwas Unglaubliches. Aber das ist nicht, was Sie getan haben. Nur deshalb habe ich so heftig darauf reagiert, weil ich es einfach unglaublich finde. Aber mit der Konfliktscheu, da will ich doch tiefer drauf eingehen. Ich will mal drüber nachdenken. Bei mir war es so, ich habe immer dann Konflikte gescheut oder es nicht darauf ankommen lassen, wenn ich mir nicht ganz sicher war, ob ich recht habe. Das will ich jetzt nicht unbedingt auf diesen Fall beziehen, aber allgemein, Sie fragten auch allgemeiner. Das war einer der Punkte. Also ich bin kleinbürgerlicher Herkunft, in der Partei hieß es immer, ja, also bitte Klassenstandpunkt einnehmen. Und es gab in den 50er Jahren durchaus, dass ich immer dachte, ja, die müssen doch eigentlich recht haben. Das muss doch eigentlich so sein. Und ich habe also dieses Wertesystem zum Teil verinnerlicht gehabt und versucht, mich von dem anderen Wertesystem abzustoßen, was da in mir war. Und das hat dann dazu geführt, dass ich an bestimmten Punkten den Konflikt gemieden habe. Und dann, als mir klar war, das will ich nicht, und Sie haben nicht recht, zumindest habe ich auch recht oder für mich habe ich recht, dann hatte ich keine Angst mehr. Oder ich hatte Angst und habe sie überwunden. Wie zum Beispiel beim 11. Plenum und bei vielen anderen Gelegenheiten, die nicht in der Presse standen. Also das mit dieser Konfliktscheu ist so ein, über den ich wirklich auch nachdenke. Aber ich kann, glaube ich, sagen, es hängt immer damit zusammen, wenn ich mir nicht sicher war, ob ich das, was ich dachte und fühlte, auch wirklich vertreten könnte. Ob es auch wirklich das Richtige war, ob ich nicht schadete damit, diese dummen Dinge, die man damals gedacht hat. Auf die Gegenwart gemünzt. Selbstvorwürfe können ja auch billig sein. Sie haben jetzt nach meinem Verständnis keinen erhoben, sondern Sie haben über sich selber nachgedacht. Selbstvorwürfe können auch billig sein. Wenn sie Ihnen nun so sehr abverlangt werden von der herrschenden Öffentlichkeit, riskieren Sie dann immer noch den Widerspruch zu sagen, und Sie haben das eben eigentlich schon getan, es war so kompliziert, was vorging. Es kam übrigens niemandem zu Schaden, was einen Selbstvorwurf zwingend machen würde. Es war kalter Krieg. Es ging nach meinem Verständnis um eine gute Sache. Also würden blanke, einschichtige Vorwürfe und Selbstvorwürfe der damaligen Verstrickung nicht gerecht. Riskieren Sie, den Gesslerhut, den die tonangebende Öffentlichkeit errichtet hat, nicht zu grüßen. Sagen Sie, ich verweigere den Selbstvorwurf, den mir die herrschende Öffentlichkeit abverlangt. Also mir ist natürlich völlig klar, dass ich meine Lage in einer bestimmten Öffentlichkeit erleichtern könnte, wenn ich zerknirscht mich zeigen und Schuldgefühle ausstellen würde. Die habe ich aber nicht. Das ist viel schlimmer oder besser, je nachdem. Als mir klar wurde, dass es diese Akte gibt und als ich sie kurz gesehen hatte und jetzt nun wirklich lesen konnte, da geht ja etwas ganz anderes in mir vor. Ein fremder Mensch tritt mir da gegenüber. Das bin nicht ich. Und das muss man erst mal verarbeiten. Das ist wirklich schlimmer, als jetzt zu sagen, es tut mir leid oder ich bedauere das. Ich habe keine Schuldgefühle. Die Schuldgefühle sind weggeschmolzen. Schuldgefühle sind oft etwas, was man vor die tieferen Einsichten schiebt. Und ich bemühe mich jetzt um die tieferen Einsichten, was wirklich... Wer war ich eigentlich damals? Es ist ein schreckliches Entfremdungsgefühl, das mich da überkommt, wenn ich das lese. Und ich frage mich natürlich auch, was hat mich da rausgebracht? Denn diese Abhängigkeit, ich war gefährdet. Wenn ich diese Sprache dort lese, die diese Stasi-Leute anwenden, mit der sie mich charakterisieren, aber auch Dinge angeblich zitieren. Das ist Stasi-Prosa, sagt Müller, ja. Aber ich meine, Sie versuchen ja da auch mich zu zitieren. Ich muss einfach versuchen, nochmal in diesen Schacht runterzusteigen und das mir mal anzugucken, mich selbst anzugucken und was ist da eigentlich, wie ist es dahin gekommen und auch wie ist es davon weggekommen wieder. Ihrem Buch Nachdenken über Christa T., öfter erwähnt in diesem Interview, haben Sie eine Frage von Johannes R. Becher vorangestellt. Die Frage lautet, was ist das?
dieses zu sich selber Kommen des Menschen. Jetzt haben Sie angefangen, hier die Frage zu beantworten. Ich frage noch nach, was ist es also, Frau Wolf, dieses zu sich selber Kommen? Und wie weit sind Sie schon zu sich selber gekommen? Ja, das kann ich, glaube ich, nicht beantworten, das Letzte zumindest. Und das ist auch ganz schwer, das zu definieren. Also ich sage, wie es bei mir gegangen ist. Ja, nur darum geht's. Ja. Zur Person Christa Wolf. Bei mir ist es so gewesen, dass es immer über Krisen ging, über zum Teil existenzielle Krisen. Also zum Beispiel nach diesem 11. Plenum war ich sehr lange... 1965 war ich sehr lange in einer tiefen Depression, in einem klinischen Sinn. Es war also eine solche Kraftanstrengung, sich dorthin zu stellen, dass danach also einfach so eine Art Einbruch kam. Das hat lange gedauert. Und dann habe ich mich hingesetzt, habe dieses Nachdenken über Christa T. geschrieben und habe mich herausgearbeitet, sowohl aus der Depression als auch aus den Selbstzweifeln. Und so ist es jedes Mal wieder gewesen. Ich bin immer durch Krisen, indem ich etwas erkannt hatte, das auf keinen Fall. Und dadurch erkenne auch, was ich wirklich will. Zum Beispiel auch 76, nach dieser Biermann-Sache, wo es dann wirklich darum ging, also zu einer Sache zu stehen. Danach habe ich also Bücher geschrieben und Dinge gemacht, die ich sonst nicht hätte machen können. Und das sind bei mir diese Etappen. Es gibt in meinem Leben, verläuft nicht so gleichmäßig. Es gibt so Etappen, ganz klar gegliederte Etappen, wo ich sagen kann, davor und danach. Und jedes Mal danach war ich ein Stückchen weiter bei mir und habe ein Stückchen weiter das in der Literatur, glaube ich, auch zeigen können. Und so ist es auch jetzt. Also ich bin jetzt auch natürlich in einer Krise und ich habe den Eindruck, dass sie mir dazu verhilft, also mehr Freiheit zu gewinnen. Erstens bin ich natürlich erleichtert und zweitens... Worüber erleichtert? Ja, dass ich das nicht mehr verhehle, was da, diesen Punkt, der mich natürlich bedrückt hat, diese Akte. Und dass ich darüber ganz offen jetzt mit jedermann sprechen kann. Und zweitens habe ich das Gefühl von einer größeren Freiheit, weil ich musste jetzt mich einfach fragen, will ich mich einlassen, will ich wirklich dieses Bild, was die Öffentlichkeit jetzt von mir bekommt, will ich das in mich reinlassen, dann bin ich verloren. Oder will ich, kann ich, indem ich meine ganze Geschichte zu Hilfe nehme, alles, was ich geschrieben, alles, was ich getan habe, kann ich auf mir bestehen und kann ich von da aus weitergehen. Haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wie die Christa Wolf der nächsten Etappe beschaffen sein könnte? Ja, eine Wunschvorstellung. Wie sieht die aus? Hautlos, sehr empfindlich. Kann kein Wunsch sein. Nein, aber das ist nun mal so. Offen, sehr offen und sehr, ich glaube, anderen Leuten gegenüber toleranter und auch bescheidener. Auf irgendein hohes Ross werde ich mich bestimmt nicht setzen. Aber ich glaube, härter gegen mich, rücksichtsloser. Und ich glaube, mehr wehtun kann nun nichts mehr. Ich muss den Schmerz jetzt nicht mehr vermeiden. Ich habe gemerkt, dass ich konnte in der letzten Zeit nicht besonders gut schreiben. Und mir ist jetzt klar, warum. Ich habe diesen Schmerz, glaube ich, vermeiden wollen. Und jetzt geht's wieder. Sie schreiben? Ja, ich kann den Schmerz, Scham, Schmerz, alles das kann ich mit hineinnehmen. Ist Anpassung ein Menschenrecht? Jetzt kommt Ihre Frage. Sie meinen die ich in allen meinen Interviews stelle? Ja, schade. Ich hatte nämlich gehofft, Sie stellen mir die Frage, die Sie manchmal gestellt haben. Nach dem alten Adam und der alten Eva. Hat der alte Adam, hat die alte Eva ein Menschenrecht auf Anpassung? Lieber Herr Gauss, der alte Adam und die alte Eva sind das erste patriarchalische Paar. Und davor, zum Beispiel Adam hat eine andere Frau gehabt, nämlich die Lilith, die sich nicht angepasst hat, die deshalb verteufelt und verhext wurde. Und so ist es mit dem Anteil des Weiblichen im Patriarchat seitdem gegangen. Und da das Patriarchat bis heute im verstärkten Maße
den Anteil des Weiblichen im Mann natürlich auch, wegdrängt, unterdrückt, beiseite drängt, verhext und verteufelt, da brauchen wir allerdings die uns gegenseitig zuzugestehen, dass wir uns anpassen müssen, dass wir Nachsicht miteinander haben müssen und so weiter. Es hat anscheinend vorher gesellschaftliche Zustände gegeben, viele, viele Jahrhunderte lang, in denen Menschen irgendwie mehr beheimatet waren in der Gruppe, in der sie lebten. Aber das ist nun lange vorbei. Und die Zustände, die wir heute haben, die bedingen voneinander, ja, dass wir uns gegenseitig etwas konzidieren und Nachsicht miteinander haben. Weil die Pressionen, in denen wir stecken, ja ohne Anpassung für die meisten nicht auszuhalten sind. Ist Anpassung ein Menschenrecht? Anpassung des Schwachen? Dass sie sich nicht zubilligen wollen? Auf das man, wenn man die Kraft hat und es die Sache wert ist, verzichten sollte? Ist Nicht-Anpassung ethisch, aber ist Anpassung ein Menschenrecht? Ich kann darauf nicht Ja oder Nein antworten. Haben Sie sich angepasst in Ihrem Leben? Wenn ich merkte, dass ich mich anpasste, dann war es meistens schon der Punkt, dass ich es aufhörte. Ich habe mich bestimmt angepasst, immer streckenweise. Das glaube ich schon, aber eigentlich bin ich dann immer ausgebrochen aus der Anpassung. Und ich, wissen Sie, ich habe es erlebt. Ich habe es erlebt 1989, dass Menschen, die sich so lange angepasst hatten, auch andere, die sich nicht angepasst hatten, vorne an, dass die plötzlich ein anderes Gesicht bekamen und dass sie auf einmal zeigten, was in ihnen außer Anpassung noch ist, nämlich eine ganz große Sehnsucht nach einem erfüllten Leben. Und seitdem, das übrigens, um das nebenbei zu sagen, war natürlich ein Punkt, der mich sehr, sehr froh sein ließ, dass ich in der DDR geblieben bin und das miterleben konnte. Aber genau das hat mir auch gezeigt, man soll nicht zu früh Menschen zu konzidieren, dass sie sich anpassen dürfen. Man soll ihnen auch zutrauen, dass sie, wenn es nicht mehr den Hals kostet, aus dieser Anpassung herauskommen. Es geht ja nicht nur immer um gleich den Hals. Es geht ja um Arbeitsplätze, es geht um Abhängigkeiten vielerlei. Ja. Gestalt unterschiedlich in den Systemen, aber im Kern überall in jedem System. Ist das nicht so? Ja. Ist nicht die Gefahr der Intellektuellen, der Schriftsteller, der Politiker, ist nicht die Gefahr der politisch-intellektuellen Klasse, die Selbstgefährdung, dass sie ihre Bedürfnisse und Maßstäbe zu den Bedürfnissen und Maßstäben der Allgemeinheit macht, des hinfälligen, gebrechlichen, schwachen Menschen, Mann wie Frau? Ist diese Gefahr nicht groß? Die Gefahr ist da. Sind wir in der nicht im Moment schon wieder gewesen, bei dem, was Sie gesagt haben? Das glaube ich eigentlich nicht, weil ich wirklich ausgegangen bin von den Menschen, denen ich die Anpassung zugestehe. Und zwar ehrlichen Herzens. Und gerade jetzt, wo Sie also um Arbeitsplätze und sowas bangen, sehr stark zugestehe, den ich aber einfach nicht diesen Funken absprechen will, der auch irgendwann mal zünden kann. Ich will keinem einen Funken absprechen. Ich will ihm nur zugebilligt wissen, eine Nische, in die wir nicht hineinkommen mit unserer unterschiedlichen Agitation. Ja. Joachim Herrmann hat anders agitiert als die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Agitation ist beides. Die Nische gestehe ich ihm zu. Agitation beider Organe auch? Ja, sicher. Was ist aus diesen Menschen, denen Sie in der Wendezeit dieses Bedürfnis, Subjekt zu sein, eine Person zu sein, die Selbstbestimmung hat, besitzt und nicht ein Objekt zu sein, über das man verfügt. Was ist nach Ihren Erfahrungen und Eindrücken aus diesen Menschen geworden? Unterschiedliches. Sie haben recht, wir haben vorhin schon davon gesprochen, der Anpassungsdruck ist sehr groß und viele passen sich an. Es ist auch so, dass eine große eine Enttäuschung oder auch Trauer da ist. Aber ich erfahre gerade jetzt auch etwas anderes. Also es scheint so zu sein, dass doch dieser Appell oder dieser Druck, der da zu sein schien, das vergangene Leben bei der Gelegenheit gleich mit zu vergessen, dass der nicht mehr ganz so akzeptiert wird. Also ich bekomme jetzt eine ganze Menge Briefe im Zusammenhang mit dieser verdammten Stasi-Akte und auch aus der ehemaligen DDR. Und
daran sehe ich sehr nachdenkliche Briefe. Und daran sehe ich, dass die Leute, diese Leute, die mir schreiben, winzige Minderheit natürlich, offenbar bereit sind, doch auch wieder über sich selber nachzudenken, wenn da irgend so ein Anlass sich ergibt. Und ich denke, dass das hat nichts mit DDR-Nostalgie zu tun, die ich schrecklich finden würde, sondern es hat damit zu tun, dass man eine Identität ja nur weiterentwickeln kann und eine neue erwerben kann, wenn man die alte nicht einfach wegwirft. Und darauf hoffe ich ein bisschen. Was ist Ihr Hauptvorwurf gegenüber der Mehrheit der Westdeutschen oder sagen wir gegenüber der Mehrheit der westdeutschen Öffentlichkeit im Verfolg der Wende? Was haben wir hauptsächlich falsch gemacht bei der Vereinigung? Ich sagte vorhin schon, dass ich jetzt, gerade jetzt, also mich sehr zurückhalte mit Vorwürfen. Ich habe dazu auch in den verschiedenen Phasen der letzten Jahre unterschiedliche Meinungen gehabt. Was mir wirklich bedauerlich erscheint, das sind zwei Dinge. Das eine ist, dass die Kenntnis des Lebens in der DDR nicht vorhanden ist. Das kann man niemandem vorwerfen. Die ist wirklich nicht vorhanden. Wir sind uns gegenseitig ganz fremd. Und das zweite ist, dass nicht versucht wird, das zunächst mal einfach zu sehen, zu akzeptieren und dann mit behutsamen Schritten versucht wird, einander kennenzulernen, sondern dass anstattdessen eher nicht überall, und ich will das auch wirklich nicht verallgemeinern, ich kenne so viele Westdeutsche, die unverzichtbar sind jetzt bei uns, aber dass eben doch viele, die uns eben nicht kennen und die DDR nicht gekannt haben, dass die eher mit Schuldzuweisung oder mit Vorwürfen oder so obenhin über die Sachen gegangen sind, dass eben viele Leute in der ehemaligen DDR es so verstehen konnten, als ob sie tatsächlich ihr Leben verleugnen müssten. Und das ist auf die Dauer nicht gut. Also was man ausgrenzt oder nicht, wozu man nicht stehen kann, das kann man auch nicht durcharbeiten. Man kann sich nicht unter Tribunalbedingungen, das weiß ich nun von mir selbst, da kann man nicht wirklich ehrlich werden. Und es wäre schon gut, wir müssten das eigentlich werden. Sie sind derzeit als Stipendiatin in Kalifornien, schreiben dort. Sie haben bei Interviews, die Sie gegeben haben in letzter Zeit, gesagt, dass Sie hier in Kalifornien Zeugnisse der Emigration Thomas Mann, Leon Feuchtwanger aus dem nationalsozialistischen Deutschland gesehen hätten. Und manche in Deutschland haben gedacht, Sie wollten Vergleiche ziehen. Ja, das ist zwischen dieser Emigration und Ihrem hier jetzt als Stipendiat sein. Wollen Sie dazu was sagen? Das ist schrecklich. Also wirklich, das ist für mich ein so schreckliches Missverständnis, das mich mit am meisten bedrückt hat in den letzten Tagen, als ich das gemerkt habe, dass dieses Missverständnis aufgekommen ist. Ich habe dieses Fernsehinterview selbst ja nicht sehen können. Ich weiß nicht, ob da etwas geschnitten wurde, ob es aus dem Zusammenhang gerissen wurde oder ob ich mich missverständlich ausgedrückt habe. Wie auch immer. Also ich würde von dieser Anmaßung, mich mit denen vergleichen zu wollen, die in Nazi-Deutschland rausgeschmissen, ausgegrenzt, vernichtet wurden, ich würde doch gerade jetzt, also ich bin nie ferner davon gewesen, als mich damit vergleichen oder etwa gleichsetzen zu wollen. Also ich bin froh, dass ich das sagen kann. Es ist wirklich ein Missverständnis. Das sozialistische System, die sozialistische Idee vielleicht nicht, aber das sozialistische System auf der Welt ist, von kleinen Restposten abgesehen, zugrunde gegangen. Man kann sehen, dass das siegreiche System, das kapitalistische, das der freien Marktwirtschaft, immer weniger neuartigen Problemen gewachsen ist. Denken Sie, es wird irgendwann wieder auf etwas wie eine sozialistische Idee hinauslaufen? Nein, das denke ich nicht. Ich erwarte kein Hinauslaufen auf irgendeine Idee oder Ideologie. Zu unseren Lebzeiten und eine gewisse Zeit, aber ewig nicht? Nein, ich glaube, jetzt sind Sie wieder bei der Hoffnung von 1945. Es hat sich etwas endgültig geändert. Es hat sich aber nie etwas endgültig geändert. Nein, okay, Sie sehen da das nicht ganz richtig, wie ich das meine.
Ich meine nämlich, es könnte sich vielleicht etwas ändern. Nur würde, wie ich es jetzt sehe, das wahrscheinlich nicht wieder von einer Idee oder Ideologie ausgehen, was ich auch gar nicht mehr wünschen würde, sondern das könnte eigentlich nur von unten aus den Verhältnissen der Leute untereinander kommen. Das könnte nur etwas Praktisches sein. Praktische Dinge, vielleicht ganz klein anfangend, die einfach das Miteinanderleben der Menschen betreffen, nach und nach vielleicht größeren Umfang einnehmen könnten. Nur so kann ich das sehen. Ist dies die Hoffnung oder gibt es eine andere Hoffnung, die Sie nicht aufgegeben haben? Also ich habe manchmal wenig Hoffnung, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass nicht die Menschen, die jüngeren Menschen, die jetzt nachwachsen und die doch leben wollen, dass die nicht imstande sein sollen, den zerstörerischen und selbstzerstörerischen Drang, der im Moment die Menschheit zu beherrschen scheint, dass sie diesem Drang nicht in den Arm fallen sollen. Natürlich ist das furchtbar schwer, weil es bedeutet eine ganz grundlegende Änderung der Bedürfnisse, der falschen Bedürfnisse, die jetzt auf falsche Weise befriedigt werden. Und das hatte ich mir vom Sozialismus erhofft. Genau das hat er ganz und gar nicht getan. Er hat das Gegenteil getan. Und die Frage ist, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, wie ich glaube, von unten, von kleinen Gruppen her und vielleicht von der großen Gefahr, die dann doch die Menschen sehen mögen, so etwas zu tun, nach und nach. Das hängt sehr viel mit Verzicht zusammen. Haben Sie eine Angst vor der Entwicklung in Deutschland? Angst nicht, aber ich habe große Sorge. Erlauben Sie mir eine letzte Frage. Gelingt Ihnen bisher jedenfalls das Älterwerden? Manchmal ja, manchmal weniger. Im Moment bin ich also in so einer aufgewühlten Situation, dass ich den Eindruck habe, ich habe das nicht erwartet, dass ich in meinem hohen Alter noch mal so von Grund auf erschüttert würde. Und das verjüngt vielleicht ja auch. Insofern, als man einfach sich selbst noch mal so ganz in Frage stellt, wie man es sonst vielleicht nur jüngere Menschen tun. Aber ansonsten, also Angst habe ich vom Älterwerden nicht. Ich freue mich auf das Größerwerden meiner Enkelkinder.